Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marschmap Version 1.4 ohne Gräben, also die Vierfachmap natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Wir sind immer noch am Ballen sammeln. Das wird sich auch noch so ein bisschen hinziehen, wenn ich mir die Größe dieses Feldes angucke und wie viele Ballen wir hier schon gesammelt haben. Aber schon gesagt, ich möchte erstmal hier an den Kopfenden sozusagen die Vorgewendeballen einsammeln. Einfach, dass wenn der Drescher dann in die einzelnen Bahnen fährt, er sich nicht immer hier wie der Case immer die Karten legt und auf den Ballen rumliegt. Ja, da habe ich keinen Bock drauf. Daher sehen wir mal zu, dass wir jetzt hier Stroh sammeln. Wir können auch noch mal ein bisschen Stroh eigentlich zum Komposter bringen. Das bringt es, glaube ich, auch. Weil Kompost können wir auch gebrauchen. Und das machen wir jetzt auch. Jetzt fahren wir mal zum Komposter. Wie wir den da am besten reinladen. Ich will mal was ausprobieren. Wir haben ja hier diese coole Abladefunktion. Und da müssten wir doch eigentlich, müssten wir hier nebenfahren können. Müssten sagen können, höher abladen. Und achso, okay. Höher abladen. Und darüber abladen. Was haben wir denn da noch? Da liegt auch noch Kompost. Zack. Ist das geil oder ist das geil? Ist das genial. Und Komposter. Geil. Ich muss sagen, Respekt. Also wer diesen Mod gebaut hat, meine Hochachtung, definitiv. So, jetzt kann ich schön wieder ein bisschen Kompost produziert werden. Wir brauchen nämlich Kompost für die Obstfabrik, für die Gemüsefabrik oder für die Gemüsefarm, für die Obstfarm. Und wir brauchen Kompost auch noch für, wer weiß es, wer kommt drauf? Ich nicht. Oh Mann. Achso, für die Kürbisfarm. Die haben wir ja bisher noch gar nicht in Betrieb. Und daher können wir da Kompost auch noch gebrauchen.
sammeln wir hier mal wieder eine Reihe Vorgewände ein. Habe ich 6 Vorgewände gemacht? Ja, doch, kann sein. Bei dem großen Feld macht das ja auch vielleicht durchaus Sinn. Mal hier weiter. Mal hier weiter ballen. Helfer F hat einen vollen Korntank. Ja, das ist mein Raps. Mensch. Jo, dem helfe ich gleich. Dem helfe ich gleich. Drei Stück noch, dann sind wir voll. Und dann geht's wieder zum Ballenlager. So. Es wird mal voller. Aber so ist das eben. Leben ist hart an der Küste. Merken wir hier immer wieder. Vor allem ist es bestimmt echt langweilig für euch, oder? Ballen, ballen. Aber es muss gemacht werden. Mal die innere Reihe. Und hier mal allen weg und dann da vorne das Vorgewände. Sollen wir das bei dem. Achso, ich muss meinen Rapsabfahrer gleich mal wieder befriedigen, sozusagen. Also. Ja, jetzt auch erstmal eigentlich Follow Me reinmachen bei dem Ballensammler. Schleicht der da hinterher und ich tanke hier meinen Drescher ab. Eh gleich fertig ist. Naja, ich kriege nicht mal einen ganzen Trailer aus diesem Feld. Immer abtrunkeln, BD.
So, das muss ich mir aber hier nicht. Wobei doch, das kann ich mir angucken. Ich kann ja auch mal ein bisschen für Abwechslung sorgen. Dann soll ich das ja hier nicht noch langweiliger machen, als es ohnehin schon ist. Ja, den hier schon mal zum Hof. Dann steht er hier auch nicht mehr im Weg rum. Und dreckig ist er, gewaschen werden muss. Schade ist, dass es Trailer Assist mit diesen Leitwerken nicht richtig funktioniert. Macht das Rückwärtsfahren dann etwas schwieriger, so wie es in Wirklichkeit ist. Ja? Und das Trailer Assist war ja mal so eine schöne Funktion, um das so schön einfach zu haben. Aber es funktioniert, glaube ich, mit diesen Schneidwerken irgendwie nicht. Der erkennt das nicht so wirklich. Wo wir noch gar nicht gepresst haben, ist ja unten auf Feld 33. Muss ja auch noch gepresst und gesammelt werden. Ich werd verrückt. Naja. Müssen wir dann wohl tun. Ja, hier wäre man mit einem Drescher eigentlich auch nicht runtergefahren. War jetzt irgendwie Gewohnheit, weil ich hier die ganze Zeit mit dem Ballensammler runtergefahren bin. Bringen wir den auch erstmal zum Hof. Muss gewaschen und getankt werden, aber das machen wir jetzt nicht. Wie doof, mit dem Feld 33 habe ich ja gar nicht dran. Da soll ja der Case nachher hin. Den Case ja extra für den Rinderhof gekauft. Tanken muss ich ihn noch nicht unbedingt, er hat immer noch 714 Liter, aber er muss auf jeden Fall aus der Sauber. Ich wollte. Muss ich erstmal gucken, welche waren da jetzt für. Kartoffeln. So, jetzt haben wir den Holmer. Und den bringen wir nochmal eben hoch zum Rübenfeld. Ob ich dann da schon fahre, weiß ich noch nicht. Weil der Rapsernter sollte ja soweit fertig sein. Rapsdrescher. Kann ich ja eigentlich auch da oben eigentlich auch entstehen lassen an der BGA. Ne? Auch nicht mal alles hier zum Haupthof fahren. Ich habe dann hier unten zwei, dann habe ich da oben was.
das macht dann auch schon durchaus Sinn. Ja, mal gucken. Nein! Nein! Case Puma CVX. Auf mit deinen durchdrehenden Reifen, du gehst mir auf den Keks. Will das nicht. Ist der Baum hier neu? Die Tanne, die war da doch sonst nicht. Stellen wir mal einen Helfer ein, würde ich sagen. Wir gehen mal rüber hier. Das machen wir noch fertig heute. Oh, er hat sich wieder geholfen. Nein, hat er nicht. Gehe hier durch. Halt! Obwohl das schon unten war, das Frontgewicht. Naja. So, wo ist mein Terrados? Achso, das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte ja meinen Rapsabfahrer haben. Da ist er. Nee, jetzt die ganze Zeit rückwärts bis zur Dieselproduktion wollte ich auch nicht fahren. Ist nicht so meins. Hängt ein bisschen schief, dein Schneidwerk, Kollege. So, das machen wir noch, auch wenn die Zeit eigentlich schon rum ist. Ah, ich fahre mir hier was besoffen zurecht. Wird hier jetzt wieder öfter auf irgendwelchen Vorgewendebeilen stehen bleiben. Zum Kotzen. Unser Zentrallager. Das will gar nicht mehr so viel zentral lagern. Ist ja auch nicht wirklich zentral, muss man ja auch sagen. Ist ja eher mehr so eine Randerscheinung. Ich meine, jetzt ist es vielleicht doch noch zentraler, als es vorher auf der Einfachmap war, auf der Single Map, aber echt zentral ist es nicht. Das machen wir noch eben und dann war es das. Die Straße gucken.
Gerne. Hier habe ich gar nichts. So. Einmal wiegen. So, Abladetrigger. So aus, ne? Gehen wir ja jetzt, wenn ich vorbeifahre. Ja, 80.000 haben wir noch. Das ist ja schon mal okay. Besser als nichts. Ja, hey, wie ich wieder zurück da hoch zum Feld fahre, braucht ihr nicht mehr zu gucken, ne? Das ist, erklärt sich von selbst. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich ja, würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar oder ein Like hinterlasst oder wenn ihr mich abonniert. Und wenn ihr nächstes Mal einschaltet, freue ich mich noch viel mehr. Ja, also morgen in diesem Sinne. Ciao!